Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an das Arbeitsgespräch zur aktuellen Situation am Arbeitsmarkt sowie der Weiterführung der Kurzarbeit mit Bundesminister Martin Kocher, dem WIFO-Chef Professor Badelt, Vertreter des IHS Dr. Hofer sowie dem Vertreter der Synthesis Magister Altener. Herr Bundesminister, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen, vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich gleich am Anfang bei allen Anwesenden für den heutigen Austausch und die konstruktiven Gespräche. Ich habe ja schon vor meiner Zeit als Minister am sogenannten Standing Committee des Arbeitsministeriums teilgenommen. Neu war für mich jetzt diese neue Position einzunehmen, aber das Ziel und der Zweck des Austauschs ist natürlich gleich geblieben. Wir haben uns unterhalten über die aktuelle Arbeitsmarktsituation und welche Maßnahmen gesetzt wurden und natürlich welche Maßnahmen noch zu setzen sind, insbesondere auch über die Kurzarbeit gesprochen. Gerade in den Zeiten, die so volatil sind wie jetzt, pandemiebedingt, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir regelmäßig diesen Austausch führen. Ich möchte aber beginnen mit den aktuellen Zahlen am Arbeitsmarkt, wie jeden Dienstag. Wir haben derzeit 356.000 Personen arbeitslos gemeldet beim AMS. Das ist wieder ein Rückgang im Vergleich zur Vorwoche um 3.000 Personen, also ein konstanter Rückgang nun seit 14 Wochen. Der Rückgang hat sich leicht eingebremst. Das liegt natürlich daran, dass der Ost-Lockdown, der noch gültig ist, die Arbeitsmarktdynamik etwas bremst. Und die Hoffnung ist, wenn diese Einschränkungen aufgehoben werden können und wenn es dann Öffnungsschritte im Mai gibt, dass sich die Dynamik am Arbeitsmarkt wieder beschleunigt. Wie gesagt, 356.000 Personen arbeitslos gemeldet, plus 77.000 Personen stabil im Vergleich zur Vorwoche in Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Kurzarbeit ist in Phase 4. Seit 1. April ist die Kurzarbeit in Phase 4. Seit 3 Wochen können Anträge gestellt werden für die Phase 4. Das ist ja in der Kurzarbeit so, dass in jeder Phase die Anträge neu gestellt werden müssen. Wir haben die Möglichkeit, bis Anfang Mai, bis 9. Mai Anträge zu stellen, rückwirkend mit 1. April. Das heißt, die Kurzarbeitszahlen kann man jetzt noch nicht interpretieren, weil da kommen noch Anträge dazu ab Anfang April, die aber erst diese Woche und nächste Woche eingereicht werden. Deshalb kann man noch nicht genau interpretieren, wie groß die Nutzung der Kurzarbeit ist. Aber natürlich wird sie weiter genutzt. Sie ist weiter ein sehr wichtiges Kriseninstrument, solange es behördliche Schließungen gibt. Die Kurzarbeit war ein Teil unseres Gesprächs heute. Natürlich, wir haben gesprochen über die aktuelle Kurzarbeit. Das WIFO hat ja im März eine Kurzstudie auch dazu vorgelegt, verglichen die Kurzarbeit in Österreich mit anderen Kurzarbeitsmodellen in Europa und gezeigt, dass wir ein sehr, sehr großzügiges Modell in Österreich haben, wenn man alle Parameter nimmt, nicht nur die Nettoersatzrate, es geht ja auch um die Kosten für die Betriebe, Obergrenzen, viele Länder haben sehr strikte Obergrenzen bei den Kurzarbeitsentschädigungen, was die maximale Lohnhöhe betrifft und natürlich auch, was die administrative Abwicklung betrifft. Wir schaffen es, die meisten Anträge in relativ kurzer Zeit auch zu erledigen mittlerweile. Die Kurzarbeit ist, wie gesagt, ganz besonders wichtig in den Bereichen, die von behördlichen Schließungen betroffen sind. Das sind natürlich in Österreich im Osten jetzt noch sehr viele Bereiche, in ganz Österreich natürlich auch weiter die Gastro, der Tourismus, die Veranstaltungsbranche. Aber jetzt gibt es natürlich auch die Perspektive der Öffnungen, die mit 19. Mai starten. Und dann ist klar, dass die derzeitige Kurzarbeitsregelung, die sehr großzügige, sehr breite Regelung, in einem Aufschwung auch negative Effekte hätte, aus meiner Sicht. Wir hätten dann am Arbeitsmarkt weniger Dynamik, wenn die Kurzarbeit zu lange in dieser großzügigen, breitflächigen Form aufrechterhalten wird. Ganz einfaches Beispiel im Tourismus, wo vielleicht in gewissen Bereichen in den Städten beim Kongresstourismus noch Schwierigkeiten bestehen werden, gleichzeitig aber Fachkräfte zum Beispiel in den Feriendestinationen gesucht werden und dann die Dynamik gut wäre, aber die Dynamik durch die Kurzarbeit etwas eingebremst werden würde. Es ist nicht schwierig, eine Regelung zu finden für die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit läuft Ende Juni aus in der jetzigen Form. Sie würde automatisch zurückfallen auf die Vor-Corona-Kurzarbeit.
Ich glaube persönlich, dass wir in dieser Phase ab 1. Juli noch eine Übergangsphase brauchen für eine Kurzarbeitsphase 5, also noch nicht zurückgehen können auf die Kurzarbeit vor Corona. Und wir haben gestern auch mit den Sozialpartnern und in den letzten Wochen schon über die verschiedenen Aspekte gesprochen, die da relevant sind, um eben aus dieser Kurzarbeit, Corona-Kurzarbeit konjunkturgerecht auszusteigen in einer Phase 5, einer Übergangsphase hin zu einer permanenten Phase der Kurzarbeit, die auch vor Corona schon gegolten hat. Woran wird diskutiert? Worüber wird diskutiert? Wir sprechen zum Beispiel über die Mindestarbeitszeit, die sind 30% im Moment. Wenn es Öffnungen gibt, dann ist es vielleicht möglich, diese Mindestarbeitszeit anzuheben. Wir sprechen über stärkere Anreize für Weiterbildung während der Kurzarbeit. Wir sprechen natürlich auch über strengere Überprüfungen, was die wirtschaftlichen Gründe von Kurzarbeit betrifft, dass eben nur mehr die Unternehmen Kurzarbeit erhalten, die sie wirklich, wirklich brauchen und damit die Mitnahmeeffekte geringer werden. Und wir sprechen auch über Selbstbehalte in der Kurzarbeit. Unser Ziel ist es, bis Mitte, Ende Mai ein Kurzarbeitsmodell für Anfang Juli in der Phase 5 vorzulegen, damit es in den betroffenen Branchen auch Planungssicherheit gibt. Wichtig ist diese Planungssicherheit, gleichzeitig ist es wichtig, diesen behutsamen Übergang zu einer permanenten Kurzarbeitsregelung zu schaffen, die den Arbeitsmarkt möglichst unterstützt, in einem Aufschwung möglichst unterstützt, den wir uns alle für den Sommer erwarten, bei gleichzeitiger Absicherung, falls es doch schwieriger und schlechter kommt, als wir das uns alle erwarten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für den heutigen Austausch und die Expertise der anwesenden Experten vom WIFO, vom IAS und von Synthesis. Wir haben wichtige Inputs erhalten, wie ein weiterer Fahrplan ausschauen kann und wie die Balance zwischen dem Sichern noch gefährdeter Arbeitsplätze und dem Schaffen neuer Arbeitsplätze gelingen kann. Über das Wie gibt es nicht noch weitere Gespräche, ich bin aber zuversichtlich, dass wir im Laufe des Mai ein Folgekonzept präsentieren können und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Badl, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister, ich möchte mich als allererstes bedanken für die Einladung zu dieser Pressekonferenz, aber darüber hinaus schon auch für den guten Austausch, den wir im Rahmen des Standing Committees immer wieder haben. Es ist ja bemerkenswert, dass eigentlich gerade auch in den internen Gesprächen es sich zeigt, dass die Fachwelt die Situation relativ einheitlich beurteilt. Es gibt keine großen Differenzen, es gibt manchmal Nuancen, wie man das eine oder andere machen sollte, aber die große Linie wird eigentlich von allen Fachleuten ähnlich gesehen. Und lassen Sie mich diese große Linie hier jetzt noch einmal kurz skizzieren aus der Perspektive der wissenschaftlichen Beratung. Wie gesagt, wir haben heute ja primär über Kurzarbeit gesprochen. Kurzarbeit war und ist ein Schlüsselelement der Meisterung der wirtschaftlichen Probleme der Corona-Krise. Das ist ganz klar. Und es ist auch nicht zuletzt als WIFO-Chef wichtig zu sagen, wir erwarten einen Wirtschaftsaufschwung und wir erwarten diesen Wirtschaftsaufschwung schon im zweiten Quartal, besonders stark aber im dritten Quartal und damit im Sommer. Und mit dem Wirtschaftsaufschwung werden sich natürlich weitere und noch stärkere positive Effekte am Arbeitsmarkt zeigen. Das ist evident, wenn einmal die Gastronomie und die ganzen anderen Betriebe aufsperren können, dann wird auch die Zahl der Arbeitslosen von selbst wieder ein deutliches Stück zurückgehen. Allerdings, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es nicht so, dass das Tempo des Aufschwungs überall gleich sein kann. Auch in den Branchen, die bisher geschlossen sind, denn nur juristisch zu erlauben, dass man aufsperrt, bringt etwa der Stadthotellerie oder dem Verkehrswesen und den Busgesellschaften ja noch nicht über Nacht die neuen Kunden. Und deswegen wird es auch Bereiche, und das sind gar nicht ganze Branchen, sondern Subbereiche von Branchen, deswegen wird es dort auch weiter den Bedarf geben, Kurzarbeit zu praktizieren, und ich bin sehr froh, dass es eine prinzipielle Bereitschaft seitens der Bundesregierung und seitens des Arbeitsministers gibt, eben eine Phase 5 der Kurzarbeit einzuleiten. Nun glaube ich allerdings, dass es aus einer Reihe von Gründen notwendig sein wird und sinnvoll sein wird, nicht einfach die bestehende Kurzarbeit zu verlängern, sondern man wird sich langsam aber sicher
man wird sich langsam aber sicher einschleifen müssen in Richtung der traditionellen Kurzarbeit, wie sie auch schon vor Corona existiert hat. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen natürlich schon zur Kenntnis nehmen, dass in dem Corona-Kurzarbeitsmodell, so positiv es ist, auch Anreize angelegt sind, die in einer Aufschwungphase bremsend wirken können. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Diese Anreize haben im Wesentlichen damit zu tun, dass es sowohl für den oder die Arbeitnehmerin als auch für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin keinen Unterschied macht hinsichtlich der Unterstützung, ob man jetzt marginal mehr arbeitet oder nicht mehr arbeitet. Und das ist ökonomisch gesehen kein guter Anreiz. Es war wichtig, auf dieses Thema zu vergessen ganz am Anfang, aber je länger die Situation andauert, desto mehr muss man daher meines Erachtens nach auch über Anreize nachdenken, die es attraktiv machen, mehr zu arbeiten dort, wo das möglich ist. Und das auseinanderzuhalten, ist genau der kritische Punkt. In der Praxis wird das wohl, da man leider nicht sagen kann, die Branche kriegt es und die andere Branche kriegt es nicht, das wäre weder sachlich möglich oder sinnvoll noch europarechtlich denkbar. In der Praxis wird das daher auf eine stärkere Bedeutung der Einzelfallprüfung hinauslaufen. Es ist ja so, dass in der jetzigen Corona-Kurzarbeit es stets eine Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern braucht und der geht eine Einzelfallprüfung über die wirtschaftliche Notwendigkeit vor. Nun, in dem Ausmaß, wenn Sie sich denken, wir haben ja bis zu 1 Million Kurzarbeitende mal gehabt, in dem Ausmaß, wo das in riesigen Mengen passiert ist, ist das natürlich auch langsam oder konnte man das nicht sehr im Detail machen. Ich denke, jetzt wird es notwendig sein, das mehr detailliert anzuschauen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man schauen muss, ist das wirklich ein Unternehmen, wo der Umsatz aus Corona-Gründen weggebrochen ist? Ist das wirklich ein Unternehmen, das vielleicht Zulieferfunktion für andere Unternehmen hat, die nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch noch in der Zeit nach dem 1. Juli eben einen Corona-bedingten Ausfall haben? Also ist es jetzt, sage ich mal, eine Bäckerei oder ein Taxiunternehmen, das eben ein großes Wiener Stadthotel bedient und dergleichen mehr? Das muss man im Einzelfall anschauen, denn nur so kriegen Sie diese Anreize weg. Außerdem, glaube ich, werden wir langsam aber sicher hingehen müssen in die Frage, naja, kann man nicht doch eine stärkere Selbstbeteiligung einführen? Das ist leichter gesagt als gemacht. Sie könnten auf der Arbeitgeberseite eine Selbstbeteiligung einführen, indem Sie halt nicht mal die gesamten Kosten einschließlich der Sozialversicherungsabgaben ersetzen. Bei der Arbeitnehmerseite ist das wesentlich schwieriger. Wenn Sie im alten Corona-Modell sind, dann würden Sie quasi die Stunden, die jemand arbeitslos ist, mit irgendwelchen Ersatzraten versehen. Das setzt aber eine völlige Neuberechnung der Kalkulation voraus. Und Sie kommen damit sehr rasch in eine Abwägung zwischen bürokratischem Aufwand und Einsparungen. Und es geht, meine Damen und Herren, nicht nur um Einsparungen, es geht auch um die ökonomischen Anreize, den Aufschwung schnell genug laufen zu lassen. Im Endeffekt, und ich darf das hier sagen als Wissenschaftler, der sozusagen gleiche Distanz zur Regierung und den Sozialpartnern hat, im Endeffekt wird daher auf die Sozialpartner eine ganz besonders neue Verantwortung zukommen, wenn sie in einer solchen Fünferphase das Modell umsetzen. Denn es liegt natürlich schon ein bisschen, könnte man rein aus der Machtstruktur die Gefahr sehen, dass man sich auf der betrieblichen Ebene relativ rasch auf ein Kurzarbeitsmodell einigt und zahlen muss es eh der Finanzminister. Das ist nicht eine ökonomisch sinnvolle Angelegenheit, die aber eine gewisse Versuchung bedeutet. Das heißt, ich glaube schon, dass man Vorgaben machen muss, worauf zu schauen ist, dass es dann aber sehr viel auf die Sozialpartnerautonomie ankommen wird, die mit einem hohen Maß an Verantwortung für die Gesamtwirtschaft wahrzunehmen sein wird und wohl auch wahrgenommen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Dr. Hofer, bitte. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen und auch den Herrn Bundesminister und bedanke mich auch für die Einladung. Es ist ein bisschen schwer für mich, noch neue Dinge zu sagen. Ich stimme im Großen und Ganzen absolut überein mit Professor Bartelt. Er hat die internationalen Erfahrungen, die man auch früher mit der Kurzarbeit gemacht hat, richtig
also die Schlussfolgerungen daraus zurück zusammengefasst. Es ist notwendig, dass man die Fehlanreize der Kurzarbeit, möglichst wenig zu arbeiten, die Fehlanreize im Aufschwung wären, beseitigt mit Beteiligungen der Unternehmen an den Kosten, aber auch der Arbeitnehmer. Das ist, glaube ich, unbedingt notwendig. Das hat auch die internationale Literatur gezeigt, dass Kurzarbeit sehr erfolgreich in Krisenzeiten ist. Sie führt dazu, dass die Arbeitskräfte in den Firmen gehalten werden können. Das führt, reduziert nachträglich extrem die Kosten bei einem Aufschwung, weil wenn die Firmen die Arbeitskräfte einfach entlassen hätten, dann müssen sie wieder neue Arbeitskräfte suchen und die Kosten dafür sind relativ hoch im Aufschwung. Daher macht es auch neben der kaufkrafterhaltenden Situation für die Arbeitslosen, für die sonst arbeitslos gewordenen Personen absolut Sinn, diese Maßnahmen in der Krise zu machen. Aber es ist extrem schwierig, wie führe ich diese Maßnahmen wieder zurück, wenn die Konjunktur besser wird, ohne dass es negative Auswirkungen für den Strukturwandel gibt. Weil das ist, glaube ich, das Schwierige an dem Ganzen zu unterscheiden. Auch hat Corona nur kurzzeitige Auswirkungen, die sich halt niederschlagen in Schließungen, in der Restaurants? Und wo sind auch die längerfristigen Folgen hin zu einer Reallokation? Es ist natürlich auch die Frage, es ist ganz klar, dass die Corona-Krise den Städtetourismus sehr stark getroffen hat. Aber es ist halt die Frage, wird sich der Städtetourismus auch erholen? Es ist nicht so ganz klar, weil es auch hier zu zwei zusätzlichen Effekten kommt. Durch die zunehmende Digitalisierung könnte es durchaus passieren, dass Kongresse nicht mehr so groß werden, also dass Teile auch per Videostreams und so weiter abgehalten werden, was bedeutet, dass die Nachfrage nach Hotelplätzen zurückgehen könnte und gleichzeitig auch im Sinne vom Klimaschutz, dass auch Tickets deutlich teurer werden und das könnte auch dazu führen, dass der kurzfristige Städtetourismus, wir fliegen ein, zwei Tage in eine Hauptstadt und schauen uns die an, auch schwieriger wird. Also muss man hier auch schauen, dass man diese beiden Effekte berücksichtigt, weil es ist natürlich auch gleichzeitig klar, es wird wieder mehr Städtetourismus kommen. Also das Wesentliche ist daran, wie gelingt es mir, langfristige Effekte zu berücksichtigen, also mit einer gewissen Reorganisation bei den Firmen der Arbeitskräfte, die dann in neue Arbeitsplätze fließen müssen und gleichzeitig die Arbeitsplätze, die langfristig sinnvoll sind, zu sichern. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man die Kurzarbeit jetzt nicht als ein Instrument nur sieht, sondern sie ist eingebettet in einem System von vielen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Qualifizierungsoffensive, alles sehr, sehr sinnvolle Aktionen, die gemacht wurden. Und es zeigt sich auch, dass die Arbeitsmarktentwicklung sich etwas verbessert hat. Also das kann man auch hier auch durchaus optimistisch als optimistisch sehen, weil nur dann wird auch wieder die Arbeitsplatznachfrage anziehen, wenn auch die Wirtschaftslage wieder besser wird. Und da gibt es momentan ganz gute Anzeichen dafür. Gerade die Industrie hat sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Monaten. Natürlich immer ausgehend von einem sehr, sehr schlechten Niveau, aber es schaut schon nach einem sehr kräftigen Wirtschaftsaufschwung im Sommer auf. Danke. Vielen Dank, Herr Magistraltner, bitte. Vielen Dank für die Einladung und guten Morgen auch von meiner Seite. Nach den Ausführungen der bisherigen Rednern sozusagen gibt es von meiner Seite dem wenig hinzuzufügen. Vielleicht noch einmal sozusagen zusammenfassend, was die wesentlichen Funktionen der Kurzarbeit sind. Sie haben zum einen natürlich einen enorm wichtigen einkommenssichernde Wirkung für die in Kurzarbeit befindlichen Arbeitskräfte auf der einen Seite.
Sie sind für die sozusagen krisenbedingt, Corona-bedingt herausgeforderten Betriebe eine Unterstützung ihrer Personalkosten in dieser Phase, wo sie sozusagen unter massiven Umsatzeinbrüchen leiden. Und die Kurzarbeit ist als Instrument dafür gedacht, um in der Phase der wirtschaftlichen Belebung, die uns jetzt, so wie sozusagen die aktuellen Entwicklungen darauf hindeuten, bevorsteht, die Betriebe sehr rasch auf eine sozusagen Steigerung der Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen reagieren können. Diese Aufgaben hat sozusagen die Corona-Kurzarbeit, die sehr niederschwellig definiert war und werden musste aufgrund der enormen Herausforderungen, denen der österreichische Arbeitsmarkt im März und im April des Vorjahres konfrontiert war, auch sehr gut bewältigt. Aber sozusagen die Herausforderung jetzt besteht darin, eben zu verhindern, dass dieser niederschwellige Zugang zu dieser Fördermaßnahme sozusagen seine im Aufschwung hemmende, strukturkonservierende Wirkung entfalten kann. Und sozusagen das ist eben die Herausforderung, sozusagen, die es jetzt gilt, irgendwie zu bewältigen. Was natürlich sozusagen schwierig ist in einer Phase, wo es jetzt noch Betrieb oder sozusagen Branchen gibt, die sozusagen behördlich ihrer Geschäftstätigkeit nicht nachgehen können. Aber sozusagen mit den Öffnungsschritten und mit dem schrittweise Zurückfahren der Reisewarnungen sollte dann auch in den jetzt noch besonders betroffenen Branchen eine Steigerung ihrer Auslastung möglich sein. Es wird natürlich, wie schon angesprochen, Bereiche geben, die auch längerfristig sozusagen nicht so rasch auf das Vorkrisenniveau zurückfinden werden und sozusagen für diese Wirtschaftsbereiche sozusagen wäre die derzeit sehr niederschwellig gestaltete Form der Corona-Kurzarbeit eben auf Dauer sozusagen keine sinnvolle Unterstützung, weil diese doch erheblichen öffentlichen Mittel, die dafür aufgewendet werden, an anderer Stelle der Arbeitsmarktpolitik eine größere Wirkung erzielen können. Vielen Dank. Ich darf Sie nun einladen, Fragen zu stellen. Gleich an, vorne bitte. Ich hätte eine Frage. Herr Badelt oder Herr Koch, jetzt haben Sie gesagt, dass es quasi auch auf Einzelfallprüfungen ankommen wird, welche Betriebe noch in die neue Kurzarbeitsphase reinfallen und welche nicht. Könnten Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, dass es ein bisschen greifbarer wird? Wer könnte denn künftig dann rausfallen und für wen könnte es weiterhin gelten? Naja, ich denke mir, es muss wohl ein Unternehmen konkret darlegen, wie die Geschäftsbeziehungen sind und ob in den praktischen Geschäften wirklich eine Corona-Beeinflussung da ist. Also nehmen wir an, eine Bäckerei hat 10 Mitarbeiterinnen und 10 Mitarbeiter und hat noch nicht den Umsatz erreicht. Dann geht es jetzt darum, darzulegen, hat diese Bäckerei in der Vergangenheit einen hohen Prozentsatz ihres Umsatzes, zum Beispiel an Hotels oder Frühstückspensionen geliefert. Das kann man ja nachweisen. Das ist was anderes, als wenn die irgendwo in der Stadt sind und in erster Linie vom Gassenverkauf von Süßwaren lebt. Ja. Dann kann man argumentieren, okay, diese Hotels sind jetzt schon ausgelastet oder sie sind nicht ausgelastet. Also es kommt dann auf eine Plausibilitätsprüfung an. Ohne dass es einen entsprechenden Umsatz, eine Differenz des Umsatzes zu der Normalzeit im Jahr 2019 oder je nachdem, um welche Zeit es geht, auch 2020 gegeben hat, wird es nicht funktionieren. Das alleine ist aber noch kein Gesichtspunkt. Im Grunde genommen ist die wirtschaftliche Notwendigkeit immer im Einzelfall zu prüfen. Wir versuchen nur jetzt darauf hinzuarbeiten, dass das, weil es eben dann weniger Fälle sein werden, mit wesentlich mit mehr Detailkraft gemacht wird und auch mit einem hohen Ausmaß Verantwortung.
vielleicht ergänzen. Also es gibt ja jetzt schon durch die Sozialpartner in der Sozialpartnervereinbarung diese Prüfung, die ist aber natürlich sehr, wie soll man sagen, die läuft auf einer Ebene, die jetzt nicht immer vollständig objektivierbar ist für die AMS-Stellen, die das abrechnen. Umsatzentfall ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man als Maßstab heranziehen kann. Man kann sich vielleicht andere Dinge anschauen, man kann vielleicht auch im Nachhinein überprüfen, wenn es weniger Fälle gibt. Bisher war die Kurzarbeit ja so großflächig, dass das zwar natürlich immer Prüfungen des Missbrauchs gegeben hat, aber nicht Einzelfallprüfungen im Sinne von, wer hat den Zugang zur Kurzarbeit, und wir werden uns anschauen, ob das mit den Sozialpartnern gemeinsam ein Weg ist, ob man genauer drauf schaut und noch klarere Kriterien festlegt, wie im Zusammenhang mit dem Umsatz zum Beispiel, für eine Phase 5 der Kurzarbeit, um sie eben spezifischer zu machen für die Betriebe, die sie wirklich brauchen. Dankeschön. Weitere Frage, Herr Schlemmer-Apper. Eine Frage an Herrn Badelt und an Herrn Hofer. Sind Sie dafür, dass es eine Brancheneinschränkung bei der Kurzarbeit geben soll, oder soll es nur am Umsatzentfall festgemacht werden? Und noch eine Frage an Herrn Kocher. Sie haben jetzt gesagt, es soll eine Corona-Phase 5 geben. Wie lang soll die dann andauern und bis wann kommt dann quasi das Post-Corona-Kurzarbeitsmodell? Also ich darf sagen, auf den ersten Blick sagt man, naja, unterscheiden wir das nach Branchen. Auf den zweiten Blick merkt man, dass das nicht wirklich viel Sinn macht, weil Hotellerie ist eine Branche und die ist egal, ob sie jetzt in Wien auf der Ringstraße oder an einem Kärntner See ist. Und es geht auch nicht nur um die Hotellerie, es geht eben auch um die Wäscherei und um die Bäckerei, und die ist in einer anderen Branche. Also die Branchensache ist so nicht durchführbar, abgesehen davon, dass ein Großteil der Europarechtler davon ausgeht, dass das europarechtlich dann als eine Beihilfe gerechnet werden würde und dann wieder unter diese ganzen Gesamtfördergrenzen fallen würde. Ideal wäre eine solche Differenzierung. Wir sehen aber in der Praxis nach längerer Prüfung keine Möglichkeit, es anders zu machen als in der Einzelfallprüfung. Ja, ich würde mich hier eigentlich anschließen. Die Einzelfallprüfung ist notwendig. Man kann sich überlegen, okay, es gibt umgekehrt gesagt, es gibt Branchen, die man von vornherein ausschließen würde, wenn man weiß, okay, selbst das ist schwierig, weil es natürlich auch Zuliefererfunktion haben können, aber letztendlich wäre eine Einzelfallprüfung, die vielleicht sogar idealerweise, mir schon klar ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, zukünftige Entwicklungen mit vorhersieht, notwendig. Zur Frage der Länge der Kurzarbeitsregelung. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal zu betonen, wir sprechen jetzt über eine Kurzarbeit ab 1. Juli. Da sollte es, wenn die Vorhersagen eintreffen, nur mehr sehr geringe Einschränkungen geben in der Geschäftstätigkeit von den meisten Betrieben in Österreich. Trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist ja auch die Voraussetzung oder der Grund dafür, dass es eine Kurzarbeitsregelung braucht, die über die normale Kurzarbeitsregelung hinausgeht. Aber die Unsicherheit wird sich reduzieren. Deshalb sind wir eher dafür, eine kürzere Phase 5 zu diskutieren als eine sehr lange Phase 5. Was das dann genau heißt, werden wir sehen. Wir haben mit den Sozialpartnern schon darüber gesprochen. Das kann 3 Monate sein, das kann etwas länger sein. Aber es ist eine Übergangsphase, und ich glaube, es ist ganz gut, in dieser Zeit flexibel zu bleiben. Das macht es etwas schwierig, weil wir alle paar Monate über die Dinge sprechen müssen. Aber es verändern sich auch die Rahmenbedingungen sehr rasch. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, jetzt kein zu lange Festlegung zu machen, weil die dann möglicherweise nicht mehr sachadäquat wäre, wenn sich zum Beispiel ein sehr starker Aufschwung einsetzt, wenn ein sehr starker Aufschwung einsetzt und wir dann vielleicht eine Kurzarbeitsregelung haben, die nicht mehr adäquat wäre. Also eher kürzer als länger aus meiner Sicht, um die Frage zu beantworten. Nächste Frage, ORF bitte. Guten Morgen, 2 Fragen bitte, Herr Minister. Können Sie noch ein bisschen detailliert zu diesem Kurzarbeitsmodell sagen, welchen dieser Punkte halten denn Sie für den sinnvollsten? Also ist das jetzt Kostenbeteiligung für Unternehmen, Mindestarbeitszeit anheben, und wie sind da die ersten Gespräche mit den Sozialpartnern gelaufen? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, Anreize zur Weiterbildung, das ist ja nicht neu. Gibt es da irgendeine Bilanz schon, wie viele Personen oder wie viele Unternehmen das in Anspruch genommen haben? Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Also es lässt sich sehr schwer sagen, was denn die optimalen Parameter sind. Das hängt auch davon ab, wie die anderen Hilfen gestaltet werden. Die Kurzarbeit, Helmut Hofer hat es gesagt, ist ja eingebettet in ein System von Unternehmenshilfen, Ausfallsbonus, Umsatzersatz, die Fixkostenzuschüsse. All die sind natürlich auch, und da kann ich jetzt dazu nichts sagen, befristet. Da wird es auch Verlängerungen geben. Also das Ganze muss passen als Gesamtkonzept, dass Unternehmen gut abgesichert sind, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut abgesichert sind. Aber ich habe hier zwei Dinge hervorgehoben, wo ich glaube, dass es durchaus Anpassungen geben könnte. Das sind die Frage der Anreize der Weiterbildung, die Mindestarbeitszeit, und Selbstbehalte für Unternehmen. Das sind die drei Dinge, die wir uns näher anschauen wollen. Und was dann rauskommt, hängt aber vom Gesamtkonzept ab. Wir haben mit den Sozialpartner natürlich Gespräche geführt und werden das weiter tun. Insofern kann ich denen auch nicht vorgreifen. Die zweite Frage, glaube ich, habe ich jetzt nicht beantwortet. Wenn Sie mich nochmal erinnern können, ganz kurz daran. Wie die Anreize zur Weiterbildung, ob es da schon irgendeine Bilanz gibt, wie viele Die Daten zur Weiterbildung, danke. Wir haben gesehen, dass die genutzt werden, diese Förderungen zur Weiterbildung, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das gewünscht hätten. Also es gibt natürlich tausende Förderungen in diesem Bereich, aber es gibt viel mehr Menschen in Kurzarbeit. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Branche. Man muss auch nicht wissen, dass in gewissen Branchen die Kurzarbeit dann auch sehr kurzfristig eingesetzt wird, vielleicht für ein, zwei Monate, die Leute dann zurückgeholt werden, wenn mehr Aufträge da sind, und dann sind nicht längerfristige Weiterbildungen auch schwierig. Wenn wir jetzt aber in eine Phase der Kurzarbeit gehen, wo es spezifisch Unternehmen gibt, die auch vielleicht längerfristig Schwierigkeiten haben, einige Branchen wurden genannt, Stadt, Hotellerie, im Transportbereich zum Beispiel, dann glaube ich, kann man es auch besser planen und dann sollte auch der Anreiz zur Weiterbildung besser genutzt werden. Und das, glaube ich, ist auch dann möglich, weil es weniger Fälle umfasst, als das jetzt in diesen großflächigen Kurzarbeitsregelungen der Fall war. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Dietsche, bitte. Es gibt eine Kritik von der Arbeiterkammer, Frau Präsidentin. Ein bulgarischer Unternehmer schickt Mitarbeiter nach Österreich. Die schickt Unterlagen einige Wochen später. Ja. Ein Österreich oder nicht Österreich, in Österreich Lebende, wenn eine Arbeit anfängt, muss sofort angemeldet werden. Aber der andere, der Bulgare, der Rumäne, muss ein paar Wochen später geändert werden. Beispiel, ein Österreicher verdient über 3.500 Euro brutto. Wenn ein Bulgarier nach Österreich bekommt, bekommt 530 Euro. Das ist ein großer Unterschied, gibt es eine Kritik. Warum bemüht sich die Bundesregierung nicht, sagt sie, diese ungerechte Wettbewerb in der Europäischen Kommission zu ändern? Meine erste Frage. Vielen Dank. Ja, wir haben ja gerade letzte Woche eine Novelle des Lohn- und Sozialdumpinggesetzes vorgelegt, wo auch die Entsenderichtlinie der Europäischen Union umgesetzt wird und wo genau diese Dinge angesprochen sind. Die ist in Begutachtung und ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen. Die Begutachtungsphase läuft noch bis in den Mai hinein und natürlich, klarerweise, stellen wir in dieser Novelle sicher, dass es noch rascher Angleichungen ans österreichische System gibt, also in dieser Novelle der Entsenderichtlinie geht es jetzt noch rascher, dass nach einem Jahr, früher hat das länger gedauert, alle österreichischen Gesetzmäßigkeiten gelten. Unterentlohnung zum Beispiel wird härter bestraft in diesem Lohn- und Sozialdumpinggesetz, als es bisher der Fall war, bis zu 400.000 Euro Strafe. Also es gibt ein ganzes Maßnahmenpaket, das gerade in Verhandlung steht und noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden soll. Vielen Dank. Weitere Fragen? Herr Delitzsch, noch Nachfrage? Die, jetzt wir gerade reden, Kurzarbeit, ja? Gibt es eine Statistik darüber in Österreich, welche Bevölkerungsteile, Beispiel, wie viele österreichische Unternehmer diese Kurzarbeit angenommen hat und wie viele auch beim dritten Staat Unternehmer diese Kurzarbeitangebot angenommen? Gibt es eine Statistik? Und letzte Frage, diese ganzen Angebote, die migrantische Hintergrund haben, Unternehmer, haben Probleme, Sprachprobleme, die haben zwischen kein Geld in Steuerberater zu darüber zu informieren. Ja? Es gibt medialmäßig fast keine Kommunikation, noch weder von Ihrem Ministerium, noch weder beim AMS Österreich oder Bundesländer, gibt es keine Kommunikation mit Migrantenmedien. Woran liegt das? Warum werden diese Menschen nicht berücksichtigt?
Die Kurzarbeit wird von allen Unternehmen in Österreich angenommen. Jetzt haben wir keine Statistik darüber, wie denn der Hintergrund der Unternehmensbesitzer ist. Das betrifft ja vor allem kleinere Unternehmer, die zum Teil ja auch keine Mitarbeiter haben, zum Teil natürlich schon. Also da gibt es keine Statistik dazu, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber die Kurzarbeit gilt für alle und wir versuchen natürlich, so breit es geht, zu informieren. Wir unterstützen natürlich auch Projekte finanziell, die diese Kommunikation gerade auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in mehreren Sprachen auch ermöglichen. Also da gibt es eine Reihe von Projekten gemeinsam auch mit den Sozialpartnern, die hier unterstützt werden. Das kann immer besser sein, aber es gibt diese Möglichkeiten in vielen Sprachen übrigens, wo wir das machen, nicht nur in einzelnen Sprachen. Vielen Dank. Weitere Frage von der APA, bitte. Nur noch eine ganz kurze Nachfrage an Herrn Kocher zu den Einzelfallprüfungen, weil es werden ja dann doch viele sein. Soll dann die letzte Entscheidung beim AMS sein oder dann bei den Sozialpartnern? Und gibt es nicht die Gefahr, dass dann doch zu Verzögerung kommen wird, wenn da sehr viele Einzelfallprüfungen dann da sind? Naja, es wird natürlich generelle Regeln geben müssen. Also man darf jetzt, glaube ich, die Einzelfallprüfung nicht übertreiben im Sinne von, dass es wirklich im Sinne einer ganz spezifischen Einzelfallprüfung von jedem einzelnen Fall der Fall ist. Es wird generelle Regeln geben. Es wird vielleicht Klauseln geben müssen, die dann auch im Einzelfall Ausnahmen erlauben. Das ist ja jetzt schon der Fall. Also wir haben jetzt in der jetzigen Kurzarbeitsregelung die Möglichkeit, in nicht geschlossenen Bereichen unter die 30% Mindestarbeitszeit zu gehen, wenn eben nachgewiesen wird, dass das notwendig ist. Das machen einige Unternehmen und das wird es in Zukunft auch geben. Also ich glaube, es wird eine generelle Regelung geben müssen, die auch dann für alle zutrifft und wo es gewisse Parameter gibt, die den Zutritt erlaubt, und dann wird es Einzelfallprüfungen geben für spezifische Fälle, wie das auch jetzt der Fall ist. Die Kombination wird vielleicht so sein, dass wir auf die einzelnen Fälle, auf die einzelnen Parameter genauer schauen müssen in der Phase 5, weil es eben dann um eine spezifische Reform der Kurzarbeit geht. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke sehr. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen.